gehen. Und zwar, ich bitte alle, die alleine hier sind, mir ein Herz entgegenzusprechen. Und alle anderen, die mit Partner da sind, nehmt euch in den Arm und küsst und knutscht und strahlt die Liebe in das Allgäu. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Raphael Schippene und das hier ist meine Anmelderin. Ja, ich bin die Ilona Bedei. Ich habe die Veranstaltung für heute angemeldet. Ja, und wir bilden das Team mit dem Marc zusammen, der heute tätig macht von Wedecken Allgäu. Und hiermit ist die Veranstaltung, die Versammlung eröffnet. Das sind Schlagworte, die aber eine Tiefsinn mit sich bringen, die einen Zusammenhang bilden. Und das haben wir heute bei unserer Demo zum Thema gemacht. Wir wollen das Thema behandeln, weil Querdenken heißt analysieren, der Sache auf den Grund gehen und auch andere Perspektiven einzunehmen. Die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist ein Ergebnis. Ein Ergebnis von Meinungsbildung, von Informationsfluss. Es entsteht eine Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt also die Wahrheit nur für ein paar, die oben sind und zu fünf was ausballen und 80 Millionen müssen die Konsequenzen tragen. Aber das ist nicht Wahrheit, das ist Diktatur. Wahrheit, wenn man in den Diskurs geht, dass man diskutieren kann, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und es ist Arbeit, es ist viel Arbeit, es ist unbequem. Das sind die Schlagworte. Querdenker machen sich nicht einfach. Die liegen am Samstag bei minus 10 Grad nicht auf dem Sofa, sondern stehen auf der Straße. Mit anderen sprechen, die sich keine Meinung gebildet haben, dann ist es eben nicht möglich, einen Diskurs zu führen. Dann wird man abgeblockt. Dann heißt es, ihr seid rechts, ja. Die Freunde da hinten, ich kann nur sagen, wir stehen auch komplett gegen Rassismus. Kommt zu uns! Wir haben Argumente und das unterscheidet uns von derzeit vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Und da ist die Geschichte der Demokratie, der Begriff der Demokratie so wichtig. Wenn wir zu unserer Wahrheit gelangt sind und in friedlicher Mission diese diskutieren wollen, dann haben wir Demokratie. Diese Zustände, wie wir sie jetzt zurzeit haben, hat mit Demokratie leider nichts mehr zu tun. Mittlerweile sind wir so weit, dass das reichweitenstärkste Online-Magazin, Ken Jebsen, NFM, von YouTube komplett gelöscht wurde. Damals hat man es Bücherverbrennung genannt. Heute ist es die digitale Bücherverbrennung. Ganz abhängig der Demokratie. Ich glaube, wir sind uns mittlerweile einig, zumindest die, die heute jetzt schon hier versammelt stehen. Wir haben nicht mehr das Problem von Corona. Das Thema ist mittlerweile austauschbar. Wir müssen für unsere demokratischen Werte absolut einstehen und wir werden das machen. Wir stehen bei minus 12 Grad und bei plus 40 Grad hier. Das möchte ich der Stadt Kaufbeuren auch sagen. Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger Hans-Peter Dürr hat gesagt,
globale Probleme können wir nur lokal lösen. Und deshalb sind wir heute hier. Danke, Kaufbeutel.